Moin, liebe Topfamilie und liebe Simmer-Singer-Fans da draußen. Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ihr seht richtig. Es ist hier das erste Video zur 8. Staffel von Simmer-Singer. Die ersten 3 Masken stehen fest. Und ich denke, es wird so sein, ich denke, da stimmt ihr mir zu, dass bestimmt nicht alle Masken bekannt gegeben werden vor Staffelstart. Bestimmt wird es wieder so ein bisschen Geheimnisse geben, so wie Werwolf, was ja letzte Staffel ja, was ja so angeteased wurde und dann ja aufgetreten ist. Da erinnere ich mich noch dran. Das gleiche war auch mit, ich glaube auch Zahnfee war, glaube ich, auch so. Aber jedenfalls, ja, die ersten 3 Masken stehen fest. Und wir reagieren jetzt gemeinsam hier auf die ersten 3 Masken. Von daher, lasst doch sehr gerne vorab einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch immer auf dem Stand seid, wenn hier natürlich neue Videos zu Simmer Singer kommen. Es geht wieder los. Hashtag Hype in die Kommentare. Also wirklich, ich freue mich sehr auf die 8. Staffel. Die Tour ist ja abgesagt, deswegen kommt ja jetzt auch, ich denke, früher als letztes Jahr, glaube ich, die Staffel. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, wann letztes Jahr die Frühlingsstaffel kam. Obwohl, ich glaube, die kam früher und jetzt ein bisschen nur später wegen der Tour und weil ja auch die Masken natürlich kreiert werden mussten. Naja, wie dem auch sei, reagieren wir doch mal auf die Masken und bewerten die auch. Ihr kennt das Prozedere, auch von ich reagiere auf Masken aus anderen Ländern. Von daher switchen wir mal hier kurz um und dann sehen wir hier die erste Maske. Und zwar ein Seepferdchen. Ihr kennt das Prozedere bei mir. Ich bewerte immer alles. Also, erst einmal die Idee, Seepferdchen, mega cool. Auch hier der Schwanz hinten. Dieses, ich sag mal, geriffelte, wie auch hier oben, mega. Auch die bunten Farben finde ich mega. Vielleicht ist mir das hier nur ein bisschen zu orange. Ich finde die Augen mega, weil das so eine prägnante Farbe ist. Das ist mir hier vielleicht ein bisschen zu bunt, weil ich glaube nicht, wenn ich jetzt hier mal eben so nach Seepferdchen guck, dass dieses hier vorne, genau, da ist eigentlich nicht so was Buntes. Das ist halt einfarbig. Natürlich will man das dann so ein bisschen bunter gestalten. Finde ich jetzt erstmal per se nicht schlecht. Ich finde, der Mund oder der Schnabel hier ist wirklich sehr, sehr gut getroffen, mit wirklich schönen Augen. Wie gesagt, hier von diesen bunten mit den Armen hätte man nicht so mit allen Farben spielen müssen. Dennoch wirkt, und das kann ich schon mal sagen, zumindest kommt das für mich so rüber, ich finde, die Maske kommt so sehr groß rüber. Also Schuhe können sowohl männlich als auch weiblich sein, kann man jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber die Person wirkt sehr groß und etwas schlanker. Also von daher können wir gespannt sein, ob da wirklich auch jemand Großes hintersteckt. Dann steht hier auch natürlich ein bisschen was. Das Seepferdchen bei The Masked Singer. In den neuen Folgen geht es mit dem verträumten Seepferdchen auf Tauchgang in die versteckte Stadt Koralika. In den Tiefen des Ozeans unterrichtet die Maske die kleinen Seepferdchen. 600 Stunden Arbeit sind in die Maske des Seepferdchens geflossen. Dabei weist das Kostüm eine Besonderheit auf, wie Gewandmeisterin Alexandra Brandner verrät. Die Maske vom Seepferdchen wird auf den Schultern getragen, statt wie üblicherweise auf dem Kopf. Ah, auf den Schultern? Ah, das heißt, die Maske ist nicht so richtig hier auf dem Kopf aufgesetzt, sondern mehr hier so. Das heißt, wenn wir hier nochmal gucken, na, dann ist die Person vielleicht doch nicht so groß. Darf man ja auch nie unterschätzen. Das bedeutet, hier so in etwa, würde ich jetzt mal schätzen, ist so der Kopf der Person. Und die Maske, oder hier so ist der Kopf, hier so mittendrin, sodass die Maske so hier auf den Schultern auffliegt. Ist natürlich aber auch ein bisschen heikel, weil da darf man sich ja auch nicht so bewegen, weil es muss ja trotzdem irgendwie festsitzen, aber trotzdem ist es natürlich ein gewisses Risiko. Genau, das entlastet den maskierten Star und sorgt für mehr Bewegungsfreiheit. Echt? Echt, wenn die Maske auf den Schultern getragen wird, mehr Bewegungsfreiheit? Schwer zu sagen, aber kann ich mir trotzdem gut vorstellen. Ein besonderer Endgucker sind die vielen Details, die das Gewand ausmachen. Die Schuppen des Seepferdchens sind mit
rezedierender Farbe besprüht. Dadurch leuchtet die Maske im Dunkeln und schillert in allen Regenbogenfarben. Zudem scheint es in der Dunkelheit über die Bühne zu schweben. Die war ein Trailer auf Instagram, von daher kann ich nur hier empfehlen und ich mache mal Werbung in dem Sinne für The Masked Singer selbst. Folgt The Masked Singer auf TikTok und Instagram, dort erfahrt ihr alle News. Und ansonsten, das hier ist so gesehen die Homepage, themasedsinger.de, ist ebenfalls unten in der Beschreibung verlinkt mit dem YouTube-Kanal. Kommen wir zur zweiten Maske und das ist ein Igel. Und da muss ich tatsächlich was zu googeln, denn erst einmal muss ich sagen, Igel sieht mega aus. Viele Stacheln, also wirklich sehr, sehr viele Stacheln, sehr viel Detailverliebtheit. Eine bunte so Kette, was ich auch echt stark finde. So ein Schottenrock. Ich kann nicht schreiben währenddessen. Und so eine Lederjacke. Und das erinnert mich tatsächlich, aber jetzt muss ich hier mal eben kurz gucken, tatsächlich, an Ash. Falls ihr euch fragt, wer Ash ist, habt ihr Sing, die Show deines Lebens oder Sing 2 gesehen? Ash ist dort ein Igel, eine Igelfrau. Und ich muss echt zugeben, ich musste, als ich den Igel für mich jetzt heute, vor euch jetzt gestern zu dem Zeitpunkt gesehen habe, musste ich voll an diesen Igel denken. Schöne Augen, wirklich sehr viel Detailverliebtheit, vielleicht ein bisschen zu bunt, kann man auch hier wieder so ein bisschen kritisieren, wobei hier der Unterschied ist, die Stacheln sind von einem Igel eigentlich gar nicht bunt, sondern eher braun, sage ich jetzt mal. Und bei dem Seepferdchen war ja hier das vorne zu viel, was ja eigentlich nicht existiert. Die Stacheln existieren ja und sind ein bisschen bunt gehalten. Sehr cooles Outfit, mit so Sportschuhen. Also alleine schon vom Look her würde ich schon sagen, dass da eine Frau auch drunter steckt. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus, muss ich zugeben. Also Igel gefällt mir sehr, sehr gut. Eine weitere Maske traut sich aus dem Verborgenen auf diese Masked-Singer-Bühne. Sie bringt jede Menge Stacheln, LEDs und Neon mit. Erfahre hier mehr über den Igel. Gerade erst hat der Igel sein Abitur bestanden und ist schon aus dem Elternhaus ausgezogen. Boah, wenn ich mich mal an die Staffeln zurückerinnere, da müsst ihr mir jetzt helfen. Bei den letzten Staffeln, wenn man sich diese Texte durchliest, ist das so ein bisschen ein Hinweis schon immer auf den Promi? Ich weiß ja nicht mehr so von wegen, ob das irgendwie schon so ein Hinweis sein kann. Weil wenn hier steht, Abitur bestanden und ist aus dem Elternhaus ausgezogen, vermute ich eine Frau darunter, die noch relativ jung eher ist. Deswegen, also müsst ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie viel man immer so davon geben kann, ob das so ein Hinweis ist. Ja, definitiv etwas Rebellisches. Ja, genau, wie der Igel aus Sing Ash. Aber was macht man nach dem Abi? Der Igel hat nicht lange überlegt und eine einzige Bewerbung geschrieben an The Masked Singer. Und er wurde sofort genommen. Mit ganzen 1000 Arbeitsstunden. Wir hatten eben 600, das sind jetzt hier 1000. War die Herstellung des Igels sehr aufwendig, wie die Gewandmeisterin berichtet. Wir haben bislang noch in keine Maske so viel Aufwand in die Technik gesteckt wie beim Igel. Die LEDs befinden sich gut versteckt zwischen den Stacheln und sorgen für den Neon-Look des Igels. Ah, okay. Das heißt, hier sind so LEDs drin. Okay. Circa 10.000 handgefertigte Stacheln aus thermoplastischem Schaumstoff schmücken den Igel mit ungefähr 10 Kilogramm Gewicht. Ist es die schwerste Maske in Staffel 8. Oh, das heißt, wir haben schon Hinweis für die, so gesehen, für die neuen Masken, und zwar, dass tatsächlich keine Maske so schwer ist wie die des Igels. Muss ja eigentlich, sag ich mal, so gefühlt dann ja eine Sportlerin ja schon fast ein bisschen mit drunter stecken. Was könnte sich in dieser Box befinden? Ja, auch hier wieder kann ich euch nur empfehlen, euch die News anzugucken. Und dann kommen wir zur dritten Maske, meine Lieben. Und das ist das hier. Riesige Flügel und pulsierende Augen. Das ist, wie heißt das mal? Schuhschnabel. Das hier ist der Schuhschnabel. Und da wollte ich auch gucken, ist das eigentlich wirklich ein existierendes Tier? Schuhschnabel. Auch
Abu Markub ist ein afrikanischer Vogel, der früher den Schreitvögeln, heute den Pelecanifornis zugeordnet wird. Der nach seinem mächtigen Schnabel benannte Vogel ist ein Bewohner von Sümpfen. Da seine Morphologie einzigartig ist, wie er einer eigenen Familie, den Balanciplitae, zugeordnet. Also, wir haben hier einen Vogel, den Schuhschnabel, erstmal sehr geiler Name, hat irgendwie was. Hat so was Ritterliches, sehr viel Blau in der Maske. Ich finde, die Augen stechen natürlich sehr stark hervor. Wie gesagt, Outfit hat sowas Ritterliches. Ich frage mich, ob das hier so lang sein muss, wenn ich ehrlich bin. Ansonsten schöne ausgearbeitete Federn. Sieht auf jeden Fall männlich aus, finde ich, so rein von der Statur und vom Look und von der Präsenz her. Ich finde hier diesen Schnabel so ein bisschen komisch. Wenn ich mir das natürlich hier so anschaue, ja gut, sieht natürlich so ähnlich aus, aber das sieht mir hier zumindest nach Stoff aus und nicht prägnant genug. Die Augen finde ich auf jeden Fall sehr, sehr stark. Aber der Schuhstapel, sehr, sehr hu. Sehr, sehr interessante Maske. Ah, so. Ja, lesen wir mal. Mit seinem eindrucksvollen Federkleid schafft es die dritte Maske auf diese Massingerbühne. Pulsierende Augen und riesige Flügel, erfahre hier mehr über den Schuhschnabel. In 950 Arbeitsstunden, 50 Stunden weniger als eben beim Igel, wurde der Schuhschnabel mit detailgenauer Handarbeit gefertigt, wie die Gewandmeisterin berichtet. Der Schuhschnabel ist in stundenlanger Handarbeit entstanden. Jede Feder und jede Schuppe wurde einzeln ausgeschnitten, grundiert, bemalt, geföhnt, geformt und händisch angebracht. Neben dem riesigen Federkleid mit einer Spannweite von 20 Metern fasziniert der Schuhstapel mit seinen Augen. Ja, die pulsierenden beim Sprechen in den Farben Blau und Rot. Ja, das sind die drei Masken. Das heißt, wir haben Seepferdchen, Igel und Schuhschnabel. Wenn ich die jetzt bewerte, und das mache ich ja immer bei den ersten drei Masken, finde ich, ist das ein bisschen schwierig. So auf Platz 2 und 3. Also mein Liebling von den drei Masken habe ich auf jeden Fall. Ich würde aber tatsächlich sagen, auf 1 ist für mich der Igel. Dem würde ich jetzt so eine, man muss ja auch immer Luft nach oben lassen. Ich sage jetzt mal, dem würde ich so eine 8,5 geben. Dann kommt für mich der Schuhschnabel, weil ich die Farben sehr prägnant finde, mit einer 7,9 und eine 7,8 bekommt von mir das Seepferdchen. Also ich finde die Maske etwas besser als das Seepferdchen. Wie findet ihr die Masken? Schreibt eure Meinung sehr gerne unten in die Kommentare hin. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Ihr wisst, was zu tun ist. Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr immer zu diesen Videos hier benachrichtigt werdet. Natürlich hier auch ein Hinweis. Ich weiß ja natürlich nicht, wann die nächsten Masken bekannt gegeben werden, wie viele noch vor Staffelstart, wie viele Masken bekannt gegeben werden. Deswegen hier nur der Hinweis. Ich kann natürlich nicht versprechen, ich nehme jetzt hier gerade für mich noch abends auf, dass das Video für euch ja auch noch pünktlich kommt. Ich kann natürlich nicht sagen, wie das in den nächsten Tagen aussieht, tatsächlich bei mir mit dem Aufnehmen. Denn vielleicht hört man das so ein bisschen, das war jetzt auch beim Tippspiel für die zweite Bundesliga. Das Video kam ebenfalls auch gestern. Ich bin leicht erkältet, ich fühle mich jetzt nicht so wohl. Ich werde tatsächlich jetzt ein paar Videos schon mal so vorab auch schon hochladen. Weil, mir geht's jetzt nicht so berauschend, muss ich zugeben. Da will ich mich jetzt zum Beispiel jetzt bis in die Tage auch ausruhen. Aber deswegen nur hier der Hinweis, wenn natürlich neue Masken kommen, ich warte immer erst nach einer gewissen Anzahl, dass ich auf so 2, 3 auch reagieren kann. Und dann werde ich auch ein Video dazu aufnehmen. Aber dann verzeiht mir, wenn es nicht sofort einen Tag später kommt, sondern vielleicht erst, ich sag mal, vielleicht 3 oder 4 Tage. Okay, gut. Ich wünsche euch was und mir wird dann an dieser Stelle nur noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Top-Familie und liebe Zimmer-Singer-Fans da draußen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.